So, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren LS15. Ja, erstmal Vorstellungsvideo mal wieder. Und zwar seht ihr hier schon, wir sind hier mal wieder auf einer neuen Map unterwegs, die mir persönlich sehr gut gefällt. Kann jetzt leider oder kann jetzt direkt sagen, dass die Map sich im, dass es eine private Map ist und das wird sich auch nicht ändern zu 95% circa. Trotzdem ist die Map so schön, dass ich da eigentlich gerne eine Let's Play-Reihe drauf starten würde. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt, ob das okay ist, damit wir starten und ihr mir sagt, komm, ey, wenn die privat ist, braucht ihr den Kram gar nicht gucken. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, und ihr werdet das jetzt in den nächsten Minuten sehen, dass es das wirklich eine wunderschöne Map ist. Und ich denke, das lohnt sich da auf jeden Fall was zu machen. So, da alle meine Orientierung sind und alles kennen, werde ich die Map auch nicht alleine erkunden. Da unten, guck mal, da steht jemand. Moin. Und wer ist sicherlich besser geeignet, als die Map so ein bisschen zu zeigen, als der Mapper? Das ist der Bone Crusher 6, dem einen oder anderen sicherlich bekannt. Der hat diese Map von Grund auf selbst gebaut. Also ich glaube sogar alleine, ne? Ja, Relativ. war fast alleine. Das Einzige, wobei mir hier eigentlich geholfen wurde, war der Multifruit-Einbau für Hafer, Roggen und Sonnenblumen. Ja. Und derjenige, der das gemacht hat, da auch nochmal großen Dank an die in die Richtung. Das war jemand von Underground Mudding. Der hat dann auch gleichzeitig halt noch Vorbereitungen gemacht für ShopStore und hier den Zollmod. Ja, wie wird es gewesen sein? Tore, Tobi oder Lindemann? Ja, war der Tobi, können wir wohl Tobi. sagen. Ja, klar kannst du das sagen. Ich bin mit Tobi, ja, befreundet ist jetzt übertrieben, aber sehr gut. Ja, doch, eigentlich befreundet. Ja, Ne? nee, ich Das kannst du ruhig habe sagen. Von vielleicht. Underground Modding kannst du sowieso immer jeden gerne erwähnen. Das ist gut. Ich stand vorher damals schon zu Westerradezeiten mal immer so ein bisschen mit ihm im Kontakt und ja, wo ich da hier halt nicht mit weiterkam mit dem Fruchteinbau, hatte ich ihn einfach mal angeschrieben. Und er hat sich da sofort bereit erklärt, das zu übernehmen und zu machen. Absolut, ist Und auch ein dann netter Kerl. nochmal, ja, da auf jeden Fall nochmal danke für. So, ich will ganz klar, weswegen oder einer der Hauptgründe, weswegen ich so auf die Map gekommen bin oder Jan mir oder ja, Jan, wir können doch Jan sagen, ne? Also Real Name bei dir ist Jan, Ja. weil es ist einfacher zu sagen. Also warum Jan mir gesagt hat, hier, ich hab da was, guck dir das mal an, ist diese Geschichte hier. Da ist nämlich sehr genial, wie ich finde, dieser Mixfeeder schon verbaut. Ich will da jetzt noch gar nicht zu viel von zeigen. Das machen wir dann innerhalb des Spiels. Also Jan wird gleich mit uns ein bisschen rumfahren und wird dann zu der Map so einiges erklären und einiges mal sagen. Und ich denke mal, ehe wir hier lange rumschnacken, können wir auch starten. Und ich würde Ja. sagen, deine Show, ich folge dir einfach. Legen wir mal los, genau. Ja, wir befinden uns jetzt hier auf dem, ja, sagen wir mal, Starthof, wo man spawnt. Das ist jetzt eigentlich rein nur der Hof, wo das Milchvieh ist. Ein paar Unterstellmöglichkeiten für Fahrzeuge, zwei Fahrsilos. Und ja, man kann dann hier direkt mit seiner Arbeit beginnen. Zu Beginn gehören einem auch hier gleich die umliegenden Felder 1, 2, 4, 5 und 6. Also man hat da schon mal die Fläche, um was zu machen. Der Maschinenfuhrpark am Start ist auch so auf 6 Meter Equipment. Kann man eigentlich auch super mitarbeiten. Und ja. Gehen wir mal hier zur Kuhweide noch eben hin. Da ist dann halt auch noch Wasser mit verbaut. Denke ich mal auch mittlerweile schon so irgendwas, was auf Maps standardmäßig mit drauf gehört. Ja. Ja, dann hier halt der Kuhstall. Ist das ein Kuhstall oder ein Hühnerstall? Ja, da ist damals eine kleine Panne passiert, wo ich die Map gemacht hatte. Dass ich das irgendwie so verschoben hatte und die Kühe auf einmal auch bei den, die Hühner auf einmal auch bei den Kühen mit rumliefen. Und wir fanden das dann nachher eigentlich doch ganz lustig und haben es dann so gelassen. Finde ich auch. Diesen Fehler, das Ja. kann ich dir gleich mal insgeheim sagen, das muss dir gar nicht unangenehm sein. Das ist einem Mapper, den ich jetzt namentlich nicht erwähnen möchte, auf der Vostorf auch passiert. Ja, dass ich da Alles also durch klar. eine Maschinenhalle fuhr und auf einmal von Schafen quasi angegriffen wurde, die da irgendwie, nicht? Also. Aber wir wollen den Namen nicht erwähnen, weil wir Yogi da schützen möchten. Ja, alles klar.
Gut, ja, wenn ich denn jetzt hier mal immer sag, so wir oder so, dann ist da mein Kumpen, ist da ein Kumpel von mir mit eingeschlossen, weil mit dem spiele ich ja auch viel zusammen. Mhm. Und hauptsächlich hatte ich die Map halt für ihn und mich für den Multiplayer gebaut. Aber gut, bei uns spielen hin und wieder dann nochmal andere Leute mit. Er grüßt ihn doch wenigstens mal. Ja, das ist der David. Ja, so einen anderen Namen oder unter anderem Namen ist eigentlich nicht bekannt, weil er sich so in der ganzen LS-Szene, sag ich jetzt mal, oder Community ziemlich raushält. Okay, ja, ist ja auch nicht verwerflich, finde ich. Also, nee, nee. Ja, und wir schnappen uns dann mal Fahrzeug und fahren mal ein bisschen rum. Ich glaube, ich habe den Namen gar nicht erwähnt, oder habe ich das gesagt? Auf jeden Fall Wildeshauser Geest heißt die Geschichte, ne? Genau. Wir können da nochmal sowas zu sagen, eben mal vielleicht so ein, zwei Fakten. Das auf dieser Map hat man insgesamt 201 Hektar Ackerfläche zu bewirtschaften. Und ja, dadurch, dass die Felder kaufbar sind, läuft sich der Wert der ganzen Felder auch auf rund 7,4 Millionen Euro. Boah, locker Taschengeld also quasi. Ja, so Kaffeekasse, ne? Ja, mindestens. Ja, dann kommen wir hinterher. Und zwar geht das hier hinten vom Hof weg, haben wir noch mal zwei kleine Wege. Da haben wir hier in so einem kleinen... Heiz mir nicht so da vorne. Angedachten Waldstück haben wir noch mal ein paar Hallen stehen. Und die sind der schnellste. Zwar der schönste, aber nicht der schnellste. Wie gesagt, hier haben wir dann noch mal vier Hallen. Wo unter anderem erstmal so ein paar Anlagen noch verbaut sind. Ja, hier haben wir einmal den Seedmaster für die Herstellung des eigenen Saatguts. Dann haben wir hier den Beatmaster für Rübenschnitzel. Also wer das nicht kennt, man kann Kartoffeln und Rüben reinkippen, kriegt dann Rübenschnitzel raus. Da hat man denn jetzt auf dieser Map auch mehrere Möglichkeiten, um damit zu verfahren. Man kann sie verkaufen, einzeln mit an die Schweine, Rinder, Hühner, Schafe verfüttern. Und es würde auch die Möglichkeit bestehen, ich habe da auch mal einen Futtermischwagen für umgeschrieben, dass man die auch mit zum Mischfutter verarbeitet, zusätzlich halt zu dem, was man normal reinhaut an Silage, Gras und Stroh, macht man dann noch eben Rübenschnitzel mit zwischen und hat dann sein Mischfutter. Ja, nice. Ja, und dann haben wir hier noch diesen, ja, Beelmaster heißt er. Okay, der schreddert die Ballen, ne? Ja, genau. Und alles, glaube ich, Geschichten sind, glaube ich, exklusiv alle von den Gefilden von Mau, in der Regel meist, glaube ich, von Farmer Andy, ne? Ja, richtig. Der da sehr, sehr geniale Arbeit leistet, das kann man auch immer mal wieder erwähnen. Ja, also absoluten Respekt davor. Also da hat er... Entschuldigung, Moment mal kurz. Also da hat er echt spitzen Arbeit geleistet. Ja. Ja, so in den anderen Hallen haben wir, also hier drüben das Lager für die Rübenschnitzel mit Digitalanzeige. Dann nehmen wir halt nochmal so ein bisschen Platz, wo man auch was abstellen kann oder, wie ich das jetzt gemacht habe, Ballen ablagern. Ja. Wo ist die digitale Anzeige, wie viele Ballen das sind? Vergessen worden oder? Kleiner Spaß. Ja, denn... Hier das morgendliche Sportprogramm, einmal Slalomlauf. Das kann man hier gut machen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen. Nee, kein Problem. Ja, hier in der Halle haben wir dann halt für die normalen Holzhackschnitzel und Kompass die Lagermöglichkeit. Kompass klingt auch gut, habe ich auch noch nie was mitgemacht. Ja, den kannst du hier dann auch verkaufen oder auf Helder streuen als Dünger. Wie der entsteht, kommen wir sicherlich später noch drauf zu, ne? Ja, da kommen wir auch gleich noch hin. Und da haben wir halt für Stroh und Gras Lager. Auf ein Silagelager habe ich hier bewusst verzichtet, weil wir haben ja jetzt erstmal auf dem Kuhhof direkt zwei große Fahrsilos. Und wir kommen später auch nochmal zu so einem kleinen Hof, wo auch nochmal drei Stück verbaut sind und finde, dass denn Silagelager überflüssig ist. Alles klar.
Ja, dann lass mal weiterfahren. Wenn das nicht reicht, gibt es ja heutzutage überall platzierbare Haufen und hast du nicht gesehen, ne? Also wer jetzt wirklich sagt, nö, ich brauche da aber noch, dann soll ich es halt raussetzen. Also normal, früher war das überhaupt nicht gang und gäbe, dass es ein Silagelager gegeben hat eigentlich. Ich glaube, für Mischfutter, das konnte man mal, aber ich glaube, Silage, das war sowieso nie so das, oder? Täusche ich mich da jetzt? Egal. Ich halte es auch nicht für so nötig, jedenfalls. Nee, wie gesagt, man hat ein paar Silos und da kann man wohl noch klarkommen. Ja, dann haben wir hier einmal rechts eine ziemlich große Wiese. Was eigentlich auch immer wichtig ist, dass man da genug Fläche hat. Weil ich finde das immer schade, wenn man die Ackerflächen zur Wiese nachher irgendwie um. Ja gut, das mache ich bei meinen Mappen meistens, weil ich auch gerne große Grasflächen habe, aber das ist halt auch immer. Muss mal eben was probieren, ich fahre mal durch den Bestand, nicht böse sein jetzt. Ich will das mal eben austesten. Okay. Ja, das kannst du nicht überall machen. Also Weidezäune und Hecken haben alle Kollision. Okay, ja, es ging mir jetzt nur darum, wenn was mitten auf dem Feld verbaut ist, finde ich das manchmal gar nicht so unpraktisch, dass das keine Kollision hat. Es gibt auch Maps, wo du irgendwas mitten auf dem Feld hast und da ist eine Kollision drin. Klar, Realistik, ne? Aber das ist teilweise für Dreschen mit Helfer oder Autokombine oder ist das teilweise ein bisschen nervig. Richtig, deshalb haben wir das da auch bewusst weggelassen. Ja, hier haben wir halt ein Heizkraftwerk, um ja, Strohballen und losen Stroh zu verkaufen. Ah, okay. Ja, wie man da halt sieht, das hat hier die letzten Tage ein bisschen viel geregnet. Alles gut. Da steht auch noch das Wasser. Finde ich aber super, dass direkt mal eine Möglichkeit auch und eine vernünftige Möglichkeit auch zum Verkaufen von Stroh gegeben ist. Das ist ja auch lange nicht auf jeder Map. Nee, da gibt es hier nachher auch noch eine zweite Möglichkeit. Ah, okay. Ja, hier haben wir dann auch nochmal wieder. Wiese mit ich glaube, mit Wiese, da brauchst du, glaube ich, nichts anlegen. Ich glaube, da bist du hier versorgt. Ne? Und alles schön im Bereich vom Milchviehbetrieb. Richtig. Ich glaube, das ist ganz passig. Okay, wenn man sich das PDA aufruft, sieht man das ja auch. Wir haben 11, 12 Wiesen. Nice. Oh, hier kommen wir denn zu unseren Mastanlagen. Und zu den ersten davon. Und zwar haben wir hier zweimal eine Rindermast und zweimal eine Schweinemast verbaut. Muss ich rein, sorry. Ja, kein Ding. Keine Tiere gekauft? Nee, die habe ich auf diesem Spielstand, habe ich noch keine Schweine und Rinder. Dann hast du Geisterküfer, ich hab's Moon hören. Nein, alles gut. Alles dann auch. Also ich finde auch diese Zuchtstelle ist, finde ich, eine sehr geniale Erweiterung für das Spiel. Oh ja, das macht auch schon viel. Ob es Schweine sind, ob es Hühner sind, ob es Rinder sind. Lämmer gibt es ja jetzt auch schon, also. Ja, wobei das hier ist auch noch die alte Version der Anlagen, wo man sich die Jungtiere und so nicht selber kaufen muss. Das sagst du so entschuldigend, das finde ich völlig okay. Ja, gibt aber halt auch noch Leute, die sowas halt gerade dennoch kritisieren. Na gut, die Map bleibt ja eh privat, insofern. Und als Mapper, das brauche ich dir nicht sagen. Ich meine, du kannst jedem Geschmack recht machen, aber wenn sie meckern, dann haben sie die Map nicht verdient. Man baut es halt so, wie man es selber. Wie man selber möchte, ganz genau, das ist der Punkt. Hier haben wir denn auch einmal einen zentralen Mistlagerplatz für die Anlagen. Hier ist übrigens mal Werkzeug in der Werkstatt, nicht hier auf der Gold Map, wo gar nichts ist. Ja. Also alle die Ställe sind sowieso zum Selbstentmisten. Wie ist das beim Kuhstall? Bei dem nicht. Okay, also der wird noch automatisch wie eh und je. Ja, genau. Okay. Ja, denn wie gesagt, hier ist der Mistlagerplatz. Da haben wir dann auf der anderen Stelle der Map, habe ich noch so eine Scheune hingebaut, wo auch nochmal so ein Lagerplatz für Mist ist. Die sind halt technisch bedingt miteinander verknüpft. Ist auch okay. Finde ich gar nicht schlimm. Nee, und wir haben auch noch zwei Gülle-Lager. Ich habe hier halt noch zwei Gülle-Lager verbaut, damit man, wenn man da mal am Arbeiten ist, entweder nicht immer so weit zu den Stellen oder zur BGA fahren muss. Und ja, auch nicht immer unbedingt gerade im Singleplay mit Zubringer arbeiten muss. Ja. Super, wer ist auf die Idee gekommen, da hinten zu parken, ey? Ja. Ich brauche einen Knight Rider Tracker, dass ich dann in meine Armbanduhr sprechen kann. Hier, Kid, komm her. Ach, Knight Rider kennen die meisten. Der junge Zuschauer wahrscheinlich gar nicht mehr. Da kann man mal von ausgehen.
Habe ich die gleiche Hupe bei dem? Weiß ich jetzt gar nicht. Also kann man es ja sagen, es wird ja viel gefragt, wo auch meine John Deere herkommen. Also einer kommt, wie ihr das jetzt hier ja logischerweise seht, kommt auch vom Bone Crusher 6. Genau, das ist der, den du jetzt ja gerade fährst. Genau. Ich habe da noch zwei andere, die kommen jetzt von jemand anders, aber das ist schon mal... Auch dafür nochmal herzlichen Dank. Also es ist wirklich ein sehr genialer John Deere. Arbeite ich wunderbar gerne mit, aber du guckst die Videos hier auch manchmal. Ja. Und da siehst du das, glaube ich, auch, dass ich da sehr viel mitmache. Ja, ich habe den bei mir natürlich auch standardmäßig immer mit drauf. Gerade so als Frontladerschlepper und so, ist ja ganz gut. Auf jeden Fall auch da nochmal herzlichen Dank einmal für das Vertrauen, auch beim John Deere, bei manchen anderen Mods und Sachen ja auch schon, jetzt auch bei der Map. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Bringen die Windräder Geld oder sind die einfach nur Zierde jetzt? Nur Zierde. Okay. Das halt ich meine, im norddeutschen Raum hat man die ja doch. Ja, kann ich auch. Gibt aber auch Maps, da sind die hin und dann bringen die ständig Geld und das mag ich auch nicht, weil da hast du teilweise einen unkontrollierbaren Geldfluss, weil da irgendwie 20 Windräder verbaut sind aus Seegutsbecken, die dir aber irgendwie jeden Tag 5 Millionen bringen und das finde ich dann auch ärgerlich. Ja. Also ich finde das ganz gut, wenn die nur als Ziel da stehen, weil die bei uns, ich sag, wir haben ja schon, ich wohne ja nicht weit weg von dir in dem Fall dann, ist bei uns eben so. Ja, wie gesagt, halt norddeutscher Raum, deshalb ist die Map auch unter anderem flach angelegt. Richtig. Platt. So mag ich das auch eigentlich. Ja, hier haben wir dann so ein bisschen Ortschaft angelegt. Einfach mal so ein paar Häuser und ja. Hier haben wir einen ganz, ganz schönen Klamottenverbrauch. Hier sind viele Klamotten wie hier über. Uah! Da. Genau. Fahren wir einmal hier runter. Da sehen wir denn, hier haben wir auch mal so eine kleine Scheune mittendrin. Oh, da arbeitet die Federung aber auch ganz schön. Schöner Weg. Ja. Oh, bei dieser Scheune ist, wenn man da mal jetzt hier auf der einen Seite hinguckt, man ja den Gülleschlauch da rausgucken. Ja. Da ist ein Gülle-Lager verbaut. Schön, wenn es jetzt noch den 2013er Mod geben würde mit anschließen, ne? Ja, der fehlt definitiv noch. Ja, hier haben wir dann einen kleinen Teich oder See. Da kann ich mal bitte ihren Angelschein sehen. Hallo. Man sieht Angelschein. Ein bisschen mehr mit Details ausgearbeitet. Fische da am Wasser. Oh, wenn du keinen Angelschein hast, verscheuche ich die Fische. Boah! Schön, die Enten sind aber auch nice. Hallo Donald. Gefällt mir, muss ich sagen. Ich glaube, der Typ mit Drogen, der hat einen total starren Blick. Ja, wer weiß, was der so... Ja, soll auch seine Sache sein. Richtig. Ich meine, wer hier so mitten in der Wildnis auch alleine am Rumcampen ist. Ne? Ja. Ja. Wer weiß, ob er alleine ist. Vielleicht seine Perle irgendwo hier im Wohnwagen. Ja, das kann man jetzt erstmal schlecht nachvollziehen. Ja, wollen wir auch nicht, sonst hau dir auch so eine rein oder so. Ah, landschaftlich, also bisher sehr schön gemacht. Ja, das freut mich, wenn es gefällt. Der heizt einen weg mit seinem Stern da, ne? Na gut, was man einerseits auch sagen muss, und ich meine, das war jetzt auch nie mein Ziel, jetzt so vom Detailgrad her und so, an Maps wie die von Yogi oder in dem Fall auch an die Scania komme ich nicht ran, will ich auch gar nicht. Du hattest mir vorhin auch erzählt, es ist eh deine erste Map im Großen und Ganzen, ne? Ja. Also brauchst du dich da ja nicht irgendwie zu verstecken, ganz im Gegenteil, um Gottes Willen. Habe ich einiges mehr an Schrott gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde die wirklich schön und ich könnte das lange nicht, das möchte ich auch mal festhalten. Also brauchst du dein Licht da nicht unter den Scheffel zu stellen. Nee, ich meine, das nimmt auch alles ziemlich viel Zeit in Anspruch, das muss man ja auch dazu sagen. Ich meine, ich habe an der Map jetzt 2 Monate lang eigentlich durchgehend jeden Tag gearbeitet. Ja. Sag mal, ist hier Musik? Ja. Ach, ich wundere mich nämlich gerade, ich habe ja auch Hintergrundmusik. Was ist das für ein komisches Lied, das kennst du gar nicht.
Genau, das ist halt ja, sehe ich schon hier, wo man seine ganzen Paletten hinbringen kann. Den Typen kenne ich, das muss ein Bruder sein von dem, der bei mir in Bandico die Hähnchen verkauft. Das ist gut möglich. Die sehen sich sehr ähnlich. Ja, das ist alles so eine fahrende Händlerfamilie. Aber sehr schön gemacht. Also hier kannst du deine Paletten aus dem Gewächshaus oder was, ne? Ja, genau, die haben wir ja hier auch verbaut. Wo wir ja auch noch zukommen werden. Wo die kann bist man bei du? Dem. Schlepper schon wieder, okay. Ja, die ganze Zeit. Gar nicht erst runtergegangen. Gut, das ist Dorf, da brauchen wir es, glaube ich, nicht durchzulaufen. Nee, eigentlich nicht. Dann haben wir hier einmal den Händler. Insgesamt hast du auch sehr viele schöne Bilder verbaut, muss ich sagen. Ist eben hier auch das Händlerschild und so. Auch da eine Halle, die ist schon dir, also es ist schon. Ja, das ist ja noch hier. Aber wie gesagt, so halt aus verschiedenen Maps und so zusammengesucht, überall mal geguckt, wo man was finden kann, was einem gefällt. Grundsätzlich auch ein Grund, dass sie privat bleibt, glaube ich, ne? Weil das ja heutzutage ist das mit dem Freigaben einholen auch teilweise nicht mehr so schön. Und du bist ja auch einer, der die Ehre von von Moddern und Mappern genauso hochhält und dann nie ungefragt irgendwas veröffentlicht würdest, ne? Nee, richtig. Das ist ja auch super so. Gibt genug die. Wenn nur rein für private Zwecke benutzt. Oder halt in dem Fall, wo man sagen kann, gut, hier kannst du haben, das sind dann Leute, die man länger kennt, wo das Vertrauen auch da ist. Ja. Und wie gesagt, bleibt ja auch dann völlig privat. Richtig. Ja, ansonsten glaube ich relativ der Standardhändler, ne? Ja, genau. Schön haben wir ein paar Dekomaschinen hier verbaut, dass das nicht ganz so kahl wirkt. Richtig. Ja, das ist auch immer blöd, wenn du irgendwo da was hast und du hast dann irgendwie nichts stehen, nichts zum Gucken. Ich meine, das Ganze macht das ja auch irgendwie ein bisschen lebendiger. Ja, auf jeden Fall. Ja, hier haben wir dann einmal die Agravis als Verkaufsstelle. Hier finden wir dann auch unter anderem Hydranten zum Wasserholen. Ja. So ein bisschen versteckter mal gemacht. Ja, habe ich gesehen hier in der Öffnung, schön. Ja, genau. Man sagt, Eier verkaufen kann man auch nur hier. Okay. Also zumindest halt die Eier von den Standard, ne? Ja, klar. Ich glaube, die Paletten ganz normal, ja, entweder am Wollpalettenträger oder so, hast du noch irgendwas eingebaut oder kommen wir da sicherlich noch zu. Ja, oh, hier hinten haben wir denn nochmal den Schlachter. Auch halt nur was ganz Einfaches genommen. Oh, okay. Also musst du. Nee, musst du das jetzt einzeln? Du verkaufst das doch insgesamt schon hier, ne? Ja, genau. In deiner Mitte, wo du jetzt stehst, da verkaufst du das alles. Das täuscht halt immer im ersten Moment, wie viele denken, denn man muss das da dann noch extra irgendwo einsortieren. Ja, hätte ich jetzt gerade eben auch gedacht, aber. Ja, hätte man auch machen können, aber dann hast du nachher da auch in der PDA wieder so viele Einträge. Und dann siehst du mich da mit dem Drehschirm mit Tiere wegbringen, Mahlzeit. Ja, Drehschirm, das ist auch so eine Geschichte. Ja, ich kann das nicht. Ich, ja, ich bin da auch kein Meister drin. Man versucht das immer mal wieder so in Ruhe. Aber im Endeffekt bleibt man dann doch immer irgendwo beim Tandem oder Tridem hängen. Ja. Das ja, dann sieht mir doch schon mal nach Brauerei aus. Bier aus. Da sind wir doch richtig. Da trinken wir doch auch mal schnell ein Feierabendbierchen mit diesem Part, weil dann werden wir diesen Part nämlich gleich mit einem schönen Bier quasi beenden. Ja. Können wir machen, ne? Weil wir stehen genug rum. Schönes Heineken. Keine Schleichwerbung kriege ich da nichts für. Wenn das jetzt natürlich quasi jemand von Heineken sieht, nicht? Bone Crusher und ich würden uns da gern über ein 50 Liter Partyfässchen, nicht? Also, nein. Gut, wie gesagt, schönen Dank bis hierher. Ich hoffe, wir machen gleich noch ein bisschen weiter. Ja.
Und ja, an die Zuschauer, wie gesagt, hatte ich am Anfang ja schon mal gesagt, ich würde da eigentlich relativ gerne ein kleines Let's Play, eine Reihe drauf starten. Jetzt keine tägliche, aber immer gerne mal wieder. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, ob ihr euch das angucken wollen würdet, ob ihr sagt, nee, komm, wenn die Map sowieso nie rauskommt, was hat das für einen Sinn? Aber ich glaube, das würde sich auf jeden Fall lohnen, da kann man, glaube ich, viel mitmachen. Bis hierhin sagen wir beide erstmal schönen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part. Da machen wir dann gemeinsam weiter. Bis dahin. Tschüss.